Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur nächsten Folge von meinem Twilight Princess Let's Play. So, falls ihr euch die Frage stellt, warum der Ton so komisch klingt, das hat einen bestimmten Grund. Aber die Sache ist, ich habe gerade eben schon ein Video aufgenommen, wo ich das Ende dieses Let's Plays oder den Abbruch dieses Let's Plays angekündigt habe. Und ja, ich habe technische Probleme. Mein Setup ist wieder kaputt gegangen und das Bauteil, was ich mir neu gekauft habe, ist auch wieder kaputt gegangen, nachdem ich es einmal getestet hatte. Nächste Mal wollte ich dann aufnehmen. Tja, da war es schon wieder kaputt. Also dieses Setup, was ich habe, scheint ein schädigendes HDMI-Signal auszugeben, was irgendwie dann das Bauteil, den Audio-Extraktor, den ich da hinten dran gehängt habe, ja, jedes Mal zerstört. Egal von welchem Hersteller, die sind bisher alle kaputt gegangen. Ich habe mir schon von mehreren Herstellern mehrere dieser Geräte gekauft. Und als letzte Lösung, ist, als ich gerade schon entschieden hatte, dass das Let's Play jetzt leider nicht fertig gespielt werden kann, ist mir noch eingefallen, dass ich ja meine Lautsprecher an das Tablet anschließen könnte und den Lautsprecherton, den höre ich und den hört ihr dann auch über das Mikro, und das ist dann die Lösung, ja, unseres Problems. So, warum sind wir hier? Wir wollen heute die letzten Geister holen. Und ja, ich habe nachgesehen, wo die letzten Geister sind. Das hier, diesen Geist hier hätte ich definitiv nicht gefunden. Der ist wirklich sehr gut versteckt. Ich hoffe mal, dass ich jetzt es noch dahin schaffe und ich hier die Kurve kriege. So, das sieht doch ganz gut aus. Ja, da wäre ich, glaube ich, definitiv, da hätte ich 100 Stunden suchen müssen, um den zu finden. Der ist schon gut versteckt, aber ist auch ein gutes Versteck. So, ich höre mich jetzt natürlich hier an wie so ein Noob-Let's Player, der gerade irgendwie so ein erstes Let's Play machen will und denkt, er wird ein reicher YouTuber. Und ich weiß gar nicht, es könnte sein, dass ihr auch mal hier so hört, wie ich die Knöpfe drücke und so, und ich, es hallt furchtbar und der Ton ist unsauber. Oh. Also das ist alles nicht schön. Ich muss auch sagen, mir ist der Lautsprecher eigentlich ein bisschen zu laut hier, so wie es jetzt ist. Aber... Oh, gibt es hier was zum Einwühlen? Oh, tatsächlich. Aber wieder nichts Wichtiges, so wie es aussieht. Ja, hier sind wieder lauter Gegner, aber... Oh. So, naja gut, scheint sonst nichts zu geben. Und wenn nicht, dann muss ich nochmal nachgucken. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass ich jetzt eigentlich nicht mehr hier rumsuche. Also schnell raus hier und die nächsten Geister holen. Die sind hier nämlich direkt um die Ecke. Was ich heute vorhabe, ich möchte gerne die Geister noch holen, dann möchte ich die abgeben, zusammen mit den Insekten, weil, wenn wir mal gerade gucken, Insekten müssten wir ja... Oh, uns fehlt noch eine Schnecke. Ah, das ist ja ärgerlich. Ich hatte gedacht, ich habe schon alle Schnecken. Alle Schnecken, alle Insekten. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir machen mal einen kurzen Cut, wenn ich wieder da bin, an der Stelle, wo ich sein möchte. So, da wären wir. In dieser Höhle verbergen sich die letzten Geister und ich würde sagen, wir machen die Höhle jetzt nochmal zusammen. So viel Zeit muss noch sein. Und dann würde ich heute eben auf jeden Fall gerne noch die restlichen Geister... So, wir brauchen Bomben. Oh, ich habe gar nicht mehr so viele. Aber ich glaube, ich kriege hier neue. Ah nee, Quatsch, mir fällt ein. Ich brauche ja gar keine Bomben. Ich kann ja auch hier dieses tolle Ding nehmen. So. Ist natürlich eine recht lange Höhle hier. Wo überall so schicke kleine Truhen sind. So. Ja, ihr könnt ja mal dann in die Kommentare schreiben, ob das mit dem Ton so in Ordnung ist oder ob das gar nicht geht.
Ah, hier kann ich meine Lampe auffüllen. Füllst gelbes Schleimgelee in die Lampe. Das ist doch immer schön, wenn man mit gelben Schleimgelee... Ach nee, das sind nur so... Oh, Moment, ich mach die mal aus. So, hier gibt's nämlich immer noch so... Da muss man auf der Karte gucken. Gibt's immer noch so kleine Nebenhöhlen immer. Mit ganz viel Geld. Ja, also ich hätte es schade gefunden, wenn ich das Let's Play jetzt einfach aufgehört hätte. Ich hätte schon wieder voll die lange Pause, aber ich wollte ja auch schon wieder weitermachen und dann ging es wieder nicht. Und jetzt war ich schon kurz davor zu sagen, das war's mit dem Let's Play. Oder ich hab das Video schon gedreht, wo ich das euch erklärt habe. Und dann kam mir noch der rettende Einfall. Oh, da sehen wir schon den letzten, nee, nicht den vorletzten Geist, oder? Moment. Den drittletzten Geist sogar. Hier sind drei Geister in dieser Höhle. Ich habe diese Höhle schon mal so weit gemacht. Aber dann dachte ich mir, ach komm, die Geister kann man doch vielleicht hier noch zusammen machen. So. Ja, und wenn ich die Höhle habe und wenn ich alle Insekten abgegeben habe, dann werde ich dann auch in den letzten Tempel gehen. Und dann werden wir ja das Ganze hier mal wirklich zu Ende bringen. Habe ich wirklich geflucht, das kann ich euch sagen. Ich habe mich richtig gefreut, jetzt geht's endlich weiter. Hab alles angemacht, alles eingeschaltet, alles hier, mein ganzes Setup aufgebaut. Und dann habe ich keinen Ton. Aber was will man machen, ne? Wenn die Technik nicht funktioniert. Ich meine, ich bin ja eigentlich ein technikaffiner Mensch, muss ich dazu sagen. Ist ja praktisch mein Beruf auch, so die ganze Zeit herum zu frickeln. Aber, oh, der ist böse. Moment. Dann brauchen wir mal kurz hier unsere Pfeile. Wo ist dein rotes Auge? Oh, da ist es. Huch. Jetzt muss ich hier auch aufpassen. Weil wenn ich zu sehr mit meinem Touchpad rumwackele, dann verschiebe ich das Tonkabel und dann fängt es an zu lärmen. Also optimal ist das natürlich jetzt alles nicht, ne? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr damit einverstanden seid. Wenn ihr sagt, das ist die absolute Katastrophe, das gucken wir uns nicht an, dann muss ich eben wirklich das Ganze hier beenden. Ich meine, ich kann es auch alleine zu Ende spielen, obwohl mir das auch leid tun würde. Ich mochte das eigentlich, das Let's Play, auch wenn es immer wieder Pausen hatte. Und ich finde es irgendwie blöd, wenn man dann einfach aufhört und das überhaupt nicht zu Ende bringt. Von daher mache ich es lieber mal so. Ich hoffe mal, dass die Tonmischung, so, nochmal auffüllen, dass die Tonmischung von meiner Stimme und dem Ingame-Sound halbwegs vernünftig ist. Ich glaube, ich habe auch hier in meinem Zimmer, wo ich sitze, das ist alles nicht optimal. Müsste ich eigentlich jetzt so Sound... Müsst ihr so Soundschutz-Dinger aufbauen, die so den Ton schlucken. Das machen ja die professionellen Streamer, machen dann irgendwie so Schaumstoff, ja, wie nennt man das? Matten sind es ja nicht unbedingt. Oh, hier brennt schon das Licht. Wer war denn hier schon? So. Moment, lass mal das Licht ausmachen. So. Nee, ausmachen. So. Ja, ich war immer noch den Begriff am Suchen. Da gibt es bestimmt ein professionelles Wort für.
Weil die Dinger hier kann ich auch mit dem Morgenstern kaputt machen eigentlich, oder? Egal. Ah, da sind die Bomben, die ich eben noch vermisst habe. So, und hier muss man immer gucken, dass man auch wirklich alles mitnimmt. Hier geht es jetzt weiter, aber in die andere Richtung war ja auch noch was. Ah, da geht es wieder raus. Für die Leute, die jetzt irgendwie sich verarschen lassen, die gehen dann da raus und merken gar nicht, dass hier noch viel, viel weiter geht. Oh, guck mal, da ist schon die nächste Statue. Kann ich die eigentlich nicht auch mit meinem... Nee, man muss sie ins Auge schießen. Okay, zu langsam. Achso, ich muss dieselbe Taste nochmal. So. Oh, hoppla. So. Ja, es geht noch ein ganzes Stück weiter. So ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen hier, oder? Egal. Ja, das ist eigentlich auch alles nur so nutzloser Krempel hier. Moment, hier habe ich doch noch was vergessen. Ja, wichtig, wichtig. Und immer schön, wie Link die Lampe abstellt, wenn er an die Kiste geht. Und zack, plötzlich hat er wieder in der Hand. So, weg damit. Nein, weg damit. Und dann wieder hier diese Lava-Dinger von der Decke fallen lassen. Könnte noch eigentlich ein bisschen mehr Licht machen, oder? Wenn die schon so hell leuchten. So, und da haben wir schon den nächsten Geist. Hoppla. So, ein bisschen vorsichtig hier. Kommt wahrscheinlich jetzt das nächste. Ja, da fallen sie von der Decke. Ich falle hier noch runter. Ich weiß gar nicht, wo ich dann wieder rauskomme. So. Oh, ich hätte vorher Licht machen sollen. Egal. Ich habe ja meinen Spürsinn. Aber so lauten Geräuschen übersteuert es wahrscheinlich komplett. Naja, optimal ist das alles nicht. Also glücklich bin ich jetzt so nicht, ne? Aber... Die Sache ist halt, ich kann das ja nochmal erklären. Das Problem ist, wenn ich dieses Gerät nicht habe, dann habe entweder ich keinen Ton. Oh Mann, die springen da immer drüber. Also ich habe entweder ich habe keinen Ton oder ihr habt keinen Ton. Und beides ist halt wirklich nicht akzeptabel. Also ich werde kein Let's Play Video hochladen, wo kein Ingame-Ton drin ist. Ja, furchtbar. Und ich werde auch nicht das Spiel spielen, ohne dass ich was höre, weil das macht wirklich auch gar keinen Spaß mehr. Und das macht einem ja das ganze Spielerlebnis kaputt, wirklich. Also das geht auch nicht. Deswegen ist die einzige Lösung, dass ich das jetzt so mache. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. So, Lampe. Ich habe bisher auch noch nichts vergessen, oder? Nee, ich habe alles mitgenommen. Oh, hier sind jetzt wieder die lustigen Dinger. Ja, eigentlich auch gar kein Problem. Gab es nur zwei Richtungen, okay. Wir haben ja wieder einen Slime. Aber ich muss sagen, Twilight Princess ist auch in solchen Dingen wirklich sehr zuvorkommend. Hallo, nur weil ein Treffer... Dann Hallo, ich will auffüllen. Wollte schon sagen, hier. So. Kiste holen.
Ach, 50 Kerne. Da habe ich ja wirklich Bedarf nach. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn ich alle Lampen angemacht habe, gibt es auch bestimmt irgendwas am Ende. So, hier haben wir natürlich auch einige Stempel. Das sind Stempel Schatztruhe erhalten. Gibt es auch einen Stempel Stempel? Stimmt. Wo kommt eigentlich der Gegner-Sound her? Hallo? Gute Frage. Oh, sehen wir da schon den letzten Geist? So, auch hier haben wir jetzt aber alles. Dann gehen wir hier noch runter. Jetzt kreuzen wir irgendwie unseren... Oh, lieber das Licht anmachen. Bevor man in den finsteren Abgrund stürzt. Wo bin ich jetzt? Hey, ich bin wieder ganz am Anfang der Höhle. Okay, Leute, kurze Pause. Ich laufe mal dahin, wo ich eben aufgehört habe. Das muss jetzt nicht sein fürs Let's Play. So Leute, da sind wir wieder. Jetzt versuche ich mal ein bisschen vorsichtiger sein. Nicht hier in den Tod zu springen. Ja, komm mal her. Och Leute, das gibt's ja wohl nicht. Jetzt muss ich nochmal alles machen. Okay, bis gleich. So, und schon sind wir wieder da. Für euch geht das ja schnell, für mich gar nicht so schnell. Diesmal machen wir es für die Dummen. Noch irgendwelche blöden Fledermäuse? Ja, da. Ich sehe doch hier schon irgendwo. Da hängen sie doch. Ich könnte auch einfach auf den Sprungschlag verzichten. Was ist denn jetzt passiert? Ah, jetzt muss ich nochmal hinlaufen. Leute, das ist ja peinlich hier. So, finally bin ich wieder da. Ich bin zwischendurch schon wieder runtergefallen. Ich frage mich ja mittlerweile, ob dieser Ausgang so vielleicht so eine Art Möglichkeit ist, hier abzukürzen, wenn man runterfällt.
Diese Höhle hier wird zu einem unüberwindbaren Hindernis für mich. Ich hatte die ja einmal gemacht, da bin ich kein einziges Mal runtergefallen. So, wir sind jetzt ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Kommt da doch noch eine Fledermaus? Hängt hier noch irgendwo eine? Da ist doch was. Nee. So. Jetzt sind wir doch da. Ah nee, Moment. Ich will ja Licht machen. Wollen ja Licht machen. Ey! So. Oh, da hat er gegen die Lampe geschlagen, oder was? So. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann haben wir hier 19 von 19. Haben wir hier 8 von 8. Dann haben wir hier 6 von 6. Dann haben wir hier... Ah, da fehlt noch einer. Ja, der war ja in der Höhle noch gewesen, glaube ich. Oder irgendwo. Stimmt, dann können wir weder alle Geister noch alle Insekten abgeben. Aber wir haben immerhin dieses Gebiet hier voll gemacht. Und wir haben noch ein Herzteil bekommen. So, und hier geht es jetzt offenbar auch nicht weiter. Geht es wieder zurück. Und hier geht es wieder raus. Ja gut, dann würde ich sagen, ich suche vielleicht tatsächlich nochmal die Schnecke, die letzte Schnecke. Und in der nächsten Folge geben wir die dann ab. Und dann gehen wir in den Tempel. Wenn wir den Tempel haben, dann machen wir noch dieses Wüstending fertig. Und dann geben wir noch die Geister ab und den restlichen Krempel, den suche ich einfach alleine irgendwann. Gut, dann würde ich aber auch mal sagen, das war's an dieser Stelle für heute. Wie gesagt, ich entschuldige mich für den Ton, aber ich sage auch, dass ich nichts dafür kann. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, ob das so okay ist oder ob ihr dann sagt, dann lieber nicht, weil dann mache ich mir die Mühe natürlich auch nicht. Für niemanden mache ich dann auch kein Let's Play. Aber ja, vielleicht ist das ja so in Ordnung und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!